Mach mal da was, mach den mal tot. Ach hier, guck mal. Heute decken wir auf, was die Illuminaten mit den Zelda-Games zu tun haben, warum sie sich gegen Disney verschworen haben und dass sie Mickey Maus töten wollen. Viel Spaß dabei. Genau. Frodo! Warten! Frodo! Was denn? Frodo! Mann, Alter, was denn? Na, 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 na. Illuminaten-Time! Ist ja gerade voll in auf YouTube! Oh. Ist euch eigentlich klar, dass die Illuminaten Disney daran hindern wollen, die Star Wars Episoden 7 bis 9 zu drehen? Um diese ungeheuerliche Verschwörung aufzudecken, muss man natürlich zwischen den Pixeln lesen. Und dazu dienen uns heute mal die Zelda-Teile aus dem Hause Nintendo. Nein! Doch! Doch! Nintendo. Alles voller fragwürdiger Illuminaten-Symbole. Pyramiden, Augen und Eulen. Oh, ich hasse diese Eule. Wer nicht? Weißt du, was noch eindeutiger ist als Pyramiden und allsehenden Augen? Nein. Was denn? Eine Pyramide. Aus Pyramiden und Augen. Aber ihr fragt euch jetzt sicherlich, was das mit der Verschwörung gegen Disney zu tun hat, oder? Nun, jetzt wo wir zweifelsfrei und voll professionell nachweisen konnten, dass die Illuminaten ihre Finger in Zelda hatten. Ja, das habe ich jetzt mit Absicht so gesagt. Manchmal machst du mich echt stolz. Finden wir den unumstößlichen Beweis für unsere Hypothese in Zelda Skyward Sword, genauer gesagt im Intro. Schauen wir uns das Intro doch mal genauer an. Eine offene Todesbotschaft. Mit einem Schwert bewaffnet sieht man hier nämlich eine junge Frau, die offensichtlich den abgetrennten Kopf der Symbolfigur von Disney, Mickey Mouse, Motherfucker himself, triumphal in die Höhe hält. Also Freunde, nichts mit den neuen Star Wars Teilen von Disney, oder was meint ihr? Oder wünscht ihr euch die neuen Star Wars Teile 7 bis 9 sogar, obwohl sie von einem Trekkie gedreht werden? Ritter! Wenn ja, wer sollte denn eurer Meinung nach die neuen Teile drehen? Wenn ihr noch mehr unglaubliche und unglaublich dumme Geschichten hören wollt oder eigene Ideen für Between the Pixels habt, dann schreibt uns. Wir sehen uns in der nächsten Folge Between the Pixels. Get to the Pixel. Nintendo. 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 Jetzt sagst du nein. Ach schade, dann beginnt der mit dem Nintendo gar nicht. Meinst du eigentlich, die haben Navi so eine lästige Stimme verpasst? Wegen Mickey Mouse? Klingt auf jeden Fall ähnlich, ich meine so. Hey, Link, listen. Und? Ich wisse, woher der Hass kommt. Pureate!